den 3000 Froscheiern, dass wenn da 3, 4 überleben, wunderbar. Die K-Strategie bedeutet, nicht auf die Quantität zu gucken, sondern auf die Qualität zu gucken. Zum Beispiel die Elefanten oder auch wir Menschen. Die Elefanten, 22 Monate tragen sie das Junge und dann 12 Jahre, bis es sich von der Herde frei macht. Also auf Qualität zu gucken, wenige, sich aber um die gut zu kümmern. Und die R-Strategie ist eine eher frühe Strategie in der Evolution, während die K-Strategie sich später entwickelt hat. Und die Finanzmarktkrise bedeutet für mich, dass danach der R-Strategie vorgegangen ist. Möglichst viel Geld machen, egal wofür, egal wie, egal mit welchen Folgen. Und es ist jetzt an der Zeit zu sagen, wir müssen auch im Finanzbereich mehr auf die Qualität schauen. Wofür wollen wir Geld machen? Welcher Sinn steckt dahinter? Und nicht einfach Geldvermehrung, egal wofür. Und das bedeutet, wenn ich kurz noch eine Frage anschließen darf, globale Regulierung ist da absolut notwendig, um auf die höhere Ebene zu kommen. Aber wir haben ja diese Regulierung bisher noch nicht erreicht und sind viele einzelne nationale Staaten. Das bedeutet doch, wenn wir jetzt anfangen, sehr starke Regulierungen in unserer Marktwirtschaft zu haben, weniger flexibel, um wieder in dieser Nomenklatur zu bleiben, weniger wettbewerbsfähig, weniger anpassungsfähig, das heißt, regulierte Marktwirtschaften sind dann eher weniger erfolgreich. Ja, was wichtig sein wird, ist, dass diese Regulierungen, die da notwendig sind, dass die weltweit gebracht werden. Aber wenn man in eine solche Entwicklung geht, denke ich, geht es nicht zu sagen, weil es nicht alle machen, machen wir es nicht. Weil die Ökobewegung ist stark geworden, als es nur in einem Bereich war, Amerika, Europa. Und wenn man sich heute anguckt, das war ja damals eine zum Teil sogar außerparlamentarische Bewegung, die von vielen Kreisen der Wirtschaft auch eher bekämpft wurde. Heute können wir froh sein, dass es diese Bewegung gab, weil die Stärke der deutschen Wirtschaft zum Beispiel in diesem Umweltbereich ist darauf zurückzuführen, dass sehr früh darauf gedrängt worden ist, Wirtschaft in diese Richtung zu verändern. Und ich denke, das Gleiche gilt jetzt für Finanzregulatorien auch. Jetzt Sie und dann würde ich gerne zu Herrn Professor Lüthi. Sie haben was ganz Spannendes gesagt, dass diese Finanzmarkt-Jongleure, dass die hohe Risiken gehen und das eigentlich betrieben haben, ja wie eine Art Spielcasino. Das habe ich gerade nicht gesagt. Aber in diese Richtung. Gut, dann habe ich so aufgefasst. Das würde ich sagen, kann man auf jeden Fall, muss man auch evolutionär erklären und daraus kann man vielleicht auch was ableiten. Wir sehen, es gibt eine Theorie, die ist relativ neu, die baut auf Darwin aus, die heißt die Handicap-Theorie und die sagt, dass vor allem junge Männer darauf programmiert sind, hohe Risiken zu gehen. Das sehen Sie, die können dann Bergsteigen gehen oder spielen russisch Roulette oder sogar so Sachen wie Komasaufen oder solche Dinge. Und wenn man jetzt in bestimmte Berufe, zum Beispiel Finanzmarktgeschichten, einen bestimmten Typus nimmt, nämlich junge Männer, die das besonders gut können, dann werden die das auch betreiben wie ein Spielcasino. Die sind darauf programmiert, das riskant zu machen. Das heißt, wenn man das nicht will, muss man vielleicht einen anderen Typus, dann müsste man die etwas älteren nehmen, dann werden die automatisch das etwas vorsichtiger machen. Also eine klare Lehre, die wir aus der Evolution ziehen können, die man auch tatsächlich dann anwenden könnte. Bedeutet, wenn man es weiterdenkt, die Abwesenheit von jeder Moral. Und das ist ja gerade etwas, was Herr Professor Eibelsfeld gesagt hat, das ist ja die Errungenschaft, die wir mit der Brutpflege sozusagen auch gewonnen haben. Und deshalb würde ich jetzt gerne zu diesem Thema kommen. Moral, Seele, Gott, Religion. Darwin hat gesagt, bevor er sein Buch über die Entstehung der Arten veröffentlicht hat, er hat gesagt, ich habe Angst, es ist, als gestünde man einen Mord. Denn er hat ja im Grunde damit gesagt, die Kreation, also die Lebewesen auf unserer Welt, wir alle sind keine Geschöpfe Gottes, sondern wir sind die Produkte einer seelenlosen Evolution. Hat er sowas wie einen Mord begangen? Ich glaube, Charles Darwin hat als einziges Studium Theologie zu Ende studiert. Er ist aber ein grottenschlechter Theologe. Er ist ein guter Biologe. Ich glaube, er musste so nach seinem Background, nach seinem Wissen, nach seiner theologischen Reflexionsfähigkeit zu dem Ergebnis kommen, zu dem er gekommen ist. Dass das aber keineswegs in der Theologie des 19. Jahrhunderts so allgemein war, kann man daran sehen, dass einer der genialsten Theologen des 19. Jahrhunderts, John Henry Newman, gesagt hat, immerhin Kardinal dann später der katholischen Kirche, gesagt hat, ja, wir müssen den ganzen Weg mit Darwin gehen. Wo ist das Problem? Er sagt, wenn ich annehme,
dass ich die Bibel so lesen muss, wie wenn sie ein Weltentstehungsreport wäre, dann komme ich in Teufels Küche. Wir haben nämlich zwei davon. Ja? Wir haben das Sieben-Tage-Werk, die Priesterschrift aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert. Wir haben aus dem 9. vorchristlichen Jahrhundert dann die Adam- und Eva-Geschichte. Die beiden passen nicht zusammen. Der eine schafft nur durch sein Wort, durch seine intellektuelle Potenz, der andere macht im Lehm. Ja? Das sind aber ganz unterschiedliche Strategien. Und das sind zwei Erzählungen, die man in ihrem Kontext verstehen muss. Und man darf jetzt nicht, und das ist die Idiotie, dass das bis heute noch weiter tradiert wird, als wenn die Bibel eine schlechte Naturkunde darüber wäre, wie es zum Menschen gekommen ist. Nein, ich finde, sie ist eine gute Urkunde, was es mit dem Menschen, mit dem Wesen des Menschen auf sich hat. Und John Henry Newman sagt, wenn ich annehme, alles sei so passiert, wie es da in der Bibel steht, dann müsste ich auch sagen, dass Gott ein Betrüger ist, und zwar aus folgendem Grund. Dann hat er nämlich auch fossilienhaltige Felsen geschaffen, damit wir annehmen, es hätte eine Evolution gegeben. Da sagt er, an einen solch dämlichen Gott kann ich nicht glauben. Und wenn Charles Darwin derartig theologisch unterbelichtet war, was ich leider sagen muss, dann war er nicht auf der Höhe der damaligen Theologie. Und ich könnte Ihnen noch Dutzende andere Theologen nennen, die das sehr ähnlich gesehen haben. Ich könnte umgekehrt auch sagen, dass Leute aus dem Bereich der Biologie entschieden gegen die Evolutionstheorie gekämpft haben. Der Begründer der Pathologie, Rudolf Virchow, ein kämpferischer Gegner gegen die Evolutionstheorie. Also die Dinge sind nicht so leicht gemischt, wie das heute so schwarz-weiß plakatiert wird. Also, darf ich noch fragen, Darwin hat damit Gott nicht umgebracht. Er hat ihn leider nicht erreicht. Jetzt sind Sie natürlich dran, denn Herr Juncker sagt letztlich schon, Darwin hat Gott umgebracht. Also was hat Darwin tatsächlich gemacht? Er hat die Menschen und alle anderen Tierarten, das habe ich ja vorhin auch schon kurz angedeutet, natürlich erklärt ihre Entstehung und vor allem die Entstehung ihrer Eigenschaften als Anpassungen. Und wenn es in der Bibel jetzt steht, Gott hat die Menschen nach seinem Bilde geschaffen, dann würde wir als Darwinisten sagen jetzt, nein, die Männer haben beispielsweise die Frauen nach ihren Wünschen gezüchtet und die umgekehrt. Also das heißt, die Natur hat uns gezüchtet und wir haben uns wechselseitig gezüchtet. Wenn man den Körper, das war ja immer ein großes Rätsel, der Körper des Menschen, wenn Sie sich den mal anschauen, heute Abend vielleicht im Spiegel, dann werden Sie viele körperliche Merkmale und auch geistige Merkmale finden, bei denen Sie vor einem Rätsel stehen, wenn Sie das mit der natürlichen Auslese erklären wollen. Ich nehme ein Beispiel, schöne lange Haare zum Beispiel, da können sich Parasiten rein verfangen, ja, da kann man dran gezogen werden und solche Dinge. Das heißt, die Frage ist jetzt, warum gibt es schöne lange Haare und der Rest des Körpers ist fast nackt? Das kann man mit der natürlichen Auslese nicht gut erklären. Und deswegen... Darf Professor Irenaeus Eibelsfeld vielleicht kurz nicht gerade? Stimmen Sie zu? Ja, die Nacktheit ist eine Anpassung an das Leben in der warmen Region. Man kann sich ja, und das ist das Besondere am Menschen, künstliche Organe schaffen, wenn man ins Kalte geht, ablegbare Felle gewissermaßen. Man kann sich bekleiden. Er sagt ja, aber das sei vom Mann geschaffen, ne? Also dass die Frau so aussieht. Das heißt, Desmond Morris hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt The Naked Woman, die nackte Frau, ist ein wirklich tolles Buch und er geht den Körper der Frau durch, von den Haaren bis zu den Füßen und er weist wirklich für mich total überzeugend nach, dass es keinen sichtbaren Teil am Frauenkörper gibt, der nicht im Dienste der Werbung steht für sich selbst, also sozusagen im Dienste des Marketing. Und warum machen Frauen das? Natürlich der Punkt ist der, weil sie um Männer konkurrieren. Und das ist ja auch wahnsinnig spannend, denn das ist sehr ungewöhnlich im Tierreich, dass Frauen gegen Weibchen im Tierreich dann gegeneinander konkurrieren. Normalerweise sind die ja dann ganz unauffällig, sehen die aus. Warum tun die das beim Menschen? Und das finde ich zum Beispiel eine ganz total spannende Sache. Das beweist nämlich, dass in der Evolution des Menschen die Männer sexuell wählerisch waren. Auch wenn Sie das jetzt wundert, Männer müssen sexuell ganz wählerisch gewesen sein. Wenn sie das nämlich nicht gewesen wären, wären die Frauen nicht schön. Dann würden die aussehen kastenartig und borstig. Ja? Ich
Das heißt, die Menschen sind sozusagen, wie wir aussehen, ist ein Produkt wechselseitiger Partnerwahl. Das gilt übrigens auch wechselseitig. Wir sind ein Produkt wechselseitiger Partnerwahl in ganz vielen Dingen und übrigens auch in den geistigen.